Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Risen 3 Titanlords. Können wir weiter? Jo, okay, Moment kurz. Das ist jedes Mal. Warte kurz. Das ist jedes Mal, wenn ich die Aufnahme neu starte, dann verändert sich hier die Lautstärke. Das ist voll komisch. Entschuldigung. So, kann weitergehen. Lass uns weitergehen. Ja, bitte. Wir sind fast da. Dass du mir jetzt ja nicht nervös wirst. Aber na. Na, da mach dir mal keinen Kopf. Komm weiter. Lass uns keine Zeit verlieren. Mhm. Okay. Oh, um Gottes Willen. Was ist denn das jetzt? Bedrohliche Scherge. Alter. Ich muss mich mal umdrehen. Alter. 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 Komm, verrecke. Au. Au. Okay, ich verrecke gleich. Okay, der ist einmal hin. Gut, der ist auch erledigt. Passt. Okay. Was ist hier? Schattenwaffe. Okay, sonst ist da nichts. Puh. Okay, ich muss mich mal heilen. Das war jetzt nur hier die zweite, genau. Einmal kurz speichern. Ich glaube, da werden wir nochmal einen neuen... Oder brauchen wir? Nein, brauchen wir nicht, oder? So, da drüber, gut ist. Oh. Können wir weiter? Ich denke schon. Komm, wir gehen weiter. Ein Geisterpilz, noch eine Schattenwaffe. So. Würdest du bitte jetzt eingehen? Ich glaube, den jetzt mal hin. Passt. Gut. Den haben wir geschafft. Alter. Danke, Bones. So. So. Da muss ich nochmal husten. Alter. So. Und zack. Und zack. Und zack. Au. Zack. Gescheitert? Warum? Es ist ja verstorben. Ach Gottchen. Okay, wir laden. Mann, es ist ja verreckt. Okay, ich muss besser aufpassen. Mhm. Alles klar, also mehr bei ihm bleiben und ja. Pff, dann wird es schon werden. Lass uns weitergehen. Ja. Da habe ich sowieso was übersehen. Können wir weiter? Ja, ungern. Na, passt schon. So, speichern. Okay. Jetzt schlage ich ein paar Fälle ein. So. Zack. 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 Alter. So, ein bisschen Fusel. Zack. 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 Wir sterben. Zack. 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 Geh jetzt mal ein da. Alter, geh ein. Alter. Alter, es ist hier unglaublich. Alter. Der ist mal weg, Gott sei Dank. Bist du jetzt auch bald mal im Sterben? Alter. Was, der ist tot. Gott sei Dank. Scheiß Schatten. Boah, ist jetzt mal Ruhe hier? Unglaublich. Warte, Entschuldigung. Ich will looten. Ach, so. So. Komm, wir gehen weiter. Ja. Ich freue mich. Können
Kommen wir weiter? Warte. Kompliziertes Schloss. Ach, Hupfengatsch. Das sind die nächsten. Sofort speichern. So. Ja, bitte. So. Das Mistvieh schnapp ich mir. Ja, ja. Bei uns tut das auch mal. Alter. Das wollte ich nicht. Verdammte Ratten! Au. So, der ist einmal tot. Das passt. Ja, super. Passt. Puh. Geht ja. Alter. So. Dann würde ich sagen, gehen wir mal kurz ein bisschen looten. Da haben wir auch noch was. Eine Blutwurzel. Holla, die Waldfee. Ein bisschen Gold. Ai, 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 ai. Den guten Bones. Rohes Fleisch. Einen Teleportstein. Noch mehr Gold. Super, super. Was haben wir hier rum? Und ein bisschen Proviant. Und super eigentlich. Das ist schön mit dem Teleportstein. Da müsste noch ein Schwammerl sein für uns. Eine Geisterblume. Da ist noch eine Kiste, die ich jetzt... Ohne den richtigen Schlüssel wird das nichts. Komm. Ehrlich? Na dann. Es tut gut, den kalten Stahl in der Hand zu halten. Ja? Das macht die Jagd viel einfacher. Mhm. Deine Schattenviecher bedrohen niemanden mehr. Deine Schattenviecher bedrohen niemanden mehr. Diese Schergen waren verdammt zäh. Hier, du hast es dir ehrlich verdient. Danke. Und? Verlässt du jetzt die Insel? Und? Verlässt du jetzt die Insel? Nein, ich werde hier bleiben und die Stellung halten. Na dann, viel Glück. Schön. Eines Tages werden die Menschen ihr Recht einfordern und wieder herrschen. Okay. Sehr, sehr gut. Ich höre da irgendwie so einen Teleporter. Frage, ob das so gesund ist, da reinzugehen. Wir werden mal speichern nochmal. Und schauen uns doch einfach mal ein bisschen die Höhle an, oder? Oh. Jetzt schlage ich einen Vorschlag ein. Ich glaube, das war nicht gute Idee. Ich glaube, das war keine gute Idee. Ich habe gespeichert. Na, das war, glaube ich, keine gute Idee. Au. Au. Oh, er ist bewusstlos. Das ist schön. Freut mich viel. Das ist schlecht. Na, das machen wir so nicht. So, wir laden nochmal. Wir hauen hier ab. Das sind noch viel zu stark für uns. Das ist wurscht. Falls wir jetzt einen Teleporter nicht noch aktivieren konnten, machen wir das nächste Mal, wenn wir hier in der Gegend sind. Ich glaube, anhören tut sich fast so, als wenn da irgendwo noch was wäre. Ja, wir müssen da sowieso nochmal durch. Weil, wir können noch nicht alle Kisten öffnen, also wir kommen jetzt sowieso nochmal vorbei. Normalerweise. So. Das wär's mit dieser Quest. Was nehmen wir denn als nächstes? Müssen wir da jetzt nochmal mit ihm reden?
Müssen wir da jetzt nochmal mit ihm sprechen, oder? Schaut nicht so aus. Auf und davon. Auf und davon, okay. Seekarte. Ah, hier soll das sein. Ah, warte. Da wird dieses Portal besser. Jo. So, da müssen wir erst zum Strand runter. Hier soll es dann irgendwo hochgehen. Ich denke mal, hier sollte es sein. Entschuldigung, da musste ich wieder husten. Könnte aber auch hier sein. Da eher. Dann werden wir mal diese Sandteufel töten. Saufig. Und die Krabbe natürlich. Ui. Ich verdrücke mich da immer mit dieser Quetaste. Ich will immer den Zweier drücken für den Proviant. Und das gelingt mir aber nicht so ganz. Alter, du nervst. Ja, okay. Und jetzt dann das. Alter. Passt. Zack. 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 Und zack. Was? Erledigt. Schuh. Der hat nix. Der hat auch nix. Muss ich schon wieder husten, Herrschaftszeiten. So. Der hat auch nichts. Da haben wir dafür ein Pflanzerl. Eine Muschel. Hm. Eine Makibeere. Ja. Das scheint schon wieder gewesen zu sein, ne? Ui. In die Höhle müssen wir rein. Das ist gar keine Höhle. Ein Teleportstein. Blutwurzel. Okay. Verschlossen schon wieder. Ein Altar. Ahnenstein. Von Voodoo verstehe ich nichts. Ich bin kein Goldschmied. Aha, aha, aha. Okay. Sozusagen fürs Beta. Dann. Ui, ich sehe hier Jade. Das bauen wir gleich mal ab. Tschack. Tschack. Zack. Tada. Supi. So. Aha, da haben wir die Liane. Zum Raufklettern. Boah, da müssen wir aufpassen, dass es uns nicht runterhaut. Dann haben wir es gerichtet. So, noch mehr Lianen. Ich glaube, ich speichere das jetzt mal, bevor diese Vögel dann wirklich. Ne? So. Ja, bitte. So. Boah, nicht so hastig. Oh, ruck. Ja, da geht's schon ziemlich steil nach oben, ne? Mal schauen, ob es hier was gibt für uns. Hm. Schaut nicht so aus, ne? Na, schaut nicht aus. So. Irgendwie leckt es immer noch, ne? Das ärgert mich gerade ein bisschen. Hü-hüpf.
So. Das ist schlimmer als Äffchen hier bei uns, ne? So. Hier gibt's auch nichts. Dann würde ich sagen, hier hoch. Hier hoch. Oh. Wen haben wir denn da? Hey, du Sack, verzieh dich von hier. Alter. Ich bin der Herrscher über das Wolkenreich. Und deine Anwesenheit gefällt mir nicht. Gar nicht. Wolkenreich? Was faselst du da? Wird jeder von dir so herzlich begrüßt? Die hat das Wird eher. Jeder von dir so herzlich begrüßt? Du kommst zu mir, also stelle ich auch die Fragen. Genau drei an der Zahl werde ich dir stellen. Beantwortest du keine davon richtig, ist es aus mit dir. Aha. Also was haben eine Schiffsglocke und ein Vogel gemeinsam? Man kann beide schlagen. Ich habe keine Zeit für diese Frage-Dings. Fragespiel, Man kann beide schlagen? Man kann... Was? Schlägst du etwa Vögel? Nein. Aber... Ha! Ich wusste es. Du weißt es nicht. Aber glaube ja nicht, dass ich dich mit einer Frage davonkommen lasse. Sag mir, wie viele Federn muss ein Vogel lassen, wenn die Sonne scheint? Ich kapier kein Wort. Genau 42. Deine Fragen ergeben überhaupt keinen Sinn. 42? Genau 42. Ha! Du hast verloren. Du hattest deine Chance. Mach dich bereit, deinem Schöpfer gegenüber zu... Moment. Wolltest du mir nicht drei Fragen stellen? Ah, verdammt. Jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Dann stell eben deine dämlichen Fragen oder weswegen du hierher gekommen bist. Was machst du an so einem Ort? Bist du ein Pirat oder so? Was machst du an so einem Ort? Naja, ich sauf mir einen und warte ab. Und worauf wartest du? Na, auf den richtigen Zeitpunkt, um vom Felsen zu springen, um mir meine Beute zu krallen. Aber sonst ist alles okay mit dir? Denkst du, ich erzähle nur Mist? Vor dir steht der gerissenste Raubvogel aller Zeiten. Und glaub ja nicht, dass ich dir verrate, wo sich mein Nest befindet. Das kannst du dir in die Haare schmieren. Okay. Bist du ein Pirat oder sowas? Bist du ein Pirat oder sowas? Ich war mal einer, zumindest bis unser Piratennest abgebrannt ist. Alles, was ich von dort retten konnte, war eine Kiste voller Voodoo-Puppen. Ist ein echter Schatz gewesen, Mann. Mit dem Zeug kannst du dich in einen Papagei verwandeln und durch die Luft kreisen, wie es dir passt. Seitdem bin ich der selbsternannte Herr der Lüfte. Ach, so ist das. Deshalb konnte der eine nicht sagen, welches, was für ein Vogel ihm da beklaut hat. Bist du der Kerl, der Osorio beklaut hat? Bist du der Kerl, der Osorio beklaut hat? Meinst du den fetten Koch von der Plantage? Den habe ich tatsächlich um ein paar Goldstücke erleichtert. Hat sicher eine ziemliche Fresse gezogen, als ich seinen Goldbeutel in meinen Krallen hatte. Aber wenn du vorhast, mir meine Beute abzujagen, wird daraus nichts werden. Die habe ich in meinem Nest so raffiniert versteckt, dass niemand sie finden kann. Das werden wir ja sehen. Solange dir keine Flügel wachsen, wirst du sie nie in die Finger kriegen. Aha, das war ein Indiz. Ein Hinweis, dass wir fliegen müssen. Aber die Frage ist, wohin? Und da ist er schon. Haben wir schon gefunden. Plus Schmerztöter und für später dann auch noch eine Truhe. Wofür wir leider Gottes noch zu schlecht sind. Passt. Das heißt, er ist einfach nur schlecht im Klettern. Gut. Dann können wir das auch schon abhaken. Ich würde sagen, können wir Bericht erstatten, oder? So. Da. Rodriguez. Hey du. Du kommst doch von draußen, oder? Wie ist die Lage dort? Düster. Verdammter Mist. Ist doch gut bewacht hier. Was stimmt nicht? Was stimmt nicht? Was stimmt nicht? Sieh dich um. Ich steck schon seit Monaten hier fest. Am liebsten will ich hier raus. Aber wenn man ohne Erlaubnis abhaut, wird man getötet.
Ich schätze, du hattest schon bessere Tage. Das kannst du laut sagen. Diese Insel ist das reinste Pulverfass. Auf der einen Seite steht Sebastiano und auf der anderen die Schattenviecher. Und beide sind mordsgefährlich. Was weißt du über die Schattenwesen? Nicht viel. Nur, dass sie jeden töten, der ihnen im Weg steht. Und dass sie aus einer dunklen Höhle im Inland kommen. Verdammte Schatten. Das war hier alles mal wunderschönes, belebtes Land. Und jetzt das. Wir sind sowieso bald alle tot, wenn nicht bald etwas geschieht. Darüber will ich gar nicht nachdenken. Schöne Aussichten. Was ist mit Sebastiano? Eigentlich ist er ein sehr verantwortungsvoller Mann. Er ist verantwortlich für den militärischen Drill in Puerto Sacarico. Aber neuerdings ist er völlig verrückt geworden. Aha. Ja, seit er aus der Totenkopfhöhle zurück ist, ist er wie verändert. Mhm. Verstehe. Du hast eine Erlaubnis erwähnt. Ein Versetzungsschreiben. Sebastiano könnte noch eins in seinem Büro haben. Nicht für mich, aber für einen Soldaten, der bei dem Vorstoß in die dunkle Höhle verreckt ist. Hm. Was würdest du mir geben, wenn ich dir das Schreiben besorge? Dir geben? Na, alles, was ich habe. Sehr gut. Ich besorge dir das Versetzungsschreiben. Mhm. Tatsächlich? Dann sei aber bloß vorsichtig, hörst du? Lass dich nicht erwischen. Ich gebe mir Mühe. Was weißt du über Di Fuego? Er ist nachts verschwunden. Sprich doch mal mit den Nachtwachen. Okay. Kann ich von dir lernen? Was möchtest du wissen? Musketen, Schrotflinte, Büchsenwagen, kugelsicher, magiesicher lernen, okay. Keine Ahnung. Ich glaube gar nichts von dem noch. Schnaps brennen. Ich habe nicht genug Gold. Ich weiß. Scheiße, zurück. Verkaufen. Was kannst du verkaufen? Wir müssen was verkaufen. Jetzt brauche ich alles, was wir haben. Ich bin gerade etwas ruhig, tut mir sehr leid. Geht nix? Jetzt. Puh. Ich brauch gerade Geld. Und dafür müssen wir jetzt verkaufen. Ich denke, bis auf einen werden wir da hergeben. Zutat für magisches Blabla. Schaufel kann man eigentlich auch 3 hergeben. Spitzhacke 1. Gabel. 3. Krug. Können wir 19 hergeben, theoretisch. Messer können wir 6 hergeben, die sind halt nicht viel wert, ne? Fernrohr, Goldpfanne, Schmiedehammer. 2000 hätten wir, super. Grazo. Von dir lernen. Was kann ich von dir lernen? Schnapsbrennen lernen. Was möchtest du wissen? Schnapsbrennen lernen. Zeige mir, wie ich Schnapsbrennen kann. Bitte. Abgemacht. Danke, das war's schon. Fertig. Gut, zurück. Hier hast du deinen
Versetzungsschreiben. Genau. Hier hast du dein Versetzungsschreiben. Du bist doch wahnsinnig. Ich meine, danke, Mann. Keine Ursache. So, wann wirst du die Insel verlassen? Wann wirst du diese Insel verlassen? Ach, jetzt, wo ich das Schreiben in der Tasche habe, kann das warten. Die Gewissheit zu haben, dass ich abhauen kann, reicht mir völlig. Und so wie es da draußen aussieht, bin ich hier wohl eh besser aufgehoben. Momentan schon noch, ja. Also dann, tschüssi. Vielleicht geht es sich noch aus. Speichern wäre gut, stimmt. Vielleicht geht es noch aus, dass wir den Geldbeutel zurückgeben können. Ich hoffe, dass ich jetzt nichts verhaut habe. Ja. Ist das Fusel? Na, schaut nur so aus. Okay. Ja, und dann noch schauen, ob wir noch bei Sebastiano Bericht erstatten können. Dann hätten wir eigentlich recht viel geschafft. Ja. Da schnauft er, ne? Der Gute. Oh, hoppala. Da habe ich mir den Zeh angeschlagen. So. Also. Ich habe deinen Goldbeutel. Ich habe deinen Goldbeutel gefunden. So. Was? Und ich dachte, ich sehe das Ding nie wieder. Aber. Hoffentlich musste dieser Vogel dafür ordentlich federn lassen. Naja, mehr oder weniger. Ist doch nicht so wichtig. Hauptsache, ich habe ihn zurück. Und meine Belohnung? Ja, hast sie dir verdient. Danke. Na gut. Ich schaue noch kurz, ob wir die Möglichkeit haben, bei Ausrüstung irgendwie Silberzunge zu erhöhen, aber ich glaube nicht, ne? Ich glaube, das habe ich schon beim Verkaufen gemerkt, dass da nichts geht. Na, passt schon. Gehen wir noch zu Sebastiano zurück. Das geht nochmal recht schnell mit dem Port. So. Und erstatten da noch Bericht und dann glaube ich, ist das ein guter Schluss für die heutige Aufnahme. Für den heutigen Part. So. Was könnten wir denn jetzt machen? Ich kenne kein Rezept. Ah, das fehlt auch noch. Ja, Gott sei Dank. So, du Gestörter. Falsch. Der Affe hat einen Vogel. Der kommt nicht schauen. Ich speichere kurz mal. Vielleicht können wir da was mitnehmen. Ich sehe gerade was mit. Oh doch, er kommt schon. Benimm dich hier. Natürlich. Selbstverständlich. Da war ich jetzt zu langsam. Nachtgestörter. Da wäre noch was. Da wäre noch was. Vasco ist tot. Der Soldat Vasco ist tot. Sehr gut. Ich hoffe, er hat seinen Verrat teuer bezahlen müssen. Zeig bei Severin keine Gnade. Erstatte mir bald wieder Meldung. Natürlich. Da wäre noch was. Da wäre noch was. Der ist ebenfalls. Was? Der Soldat Severin wird dir keine Probleme bereiten. Der Soldat Severin wird dir keine Probleme mehr bereiten. Das ist eine großartige Nachricht. Er war des Ranges eines Kommandanten sowieso nicht würdig. Ich habe mich um die Deserteure gekümmert. Gut gemacht. Das wird den anderen eine Warnung sein. Hier hast du noch mal eine extra Belohnung. Danke. Und jetzt? Huch, das wollte ich eigentlich nicht. Und jetzt? Mach dich nützlich. Oh, nichts mehr. Okay. Dann gehen wir wieder. Servus. Ich würde nur noch schnell gerne, wenn es passt, speichern noch ganz fix. So, vielleicht können wir noch dieses mit dem Meisterdieb. Der Knochen dieses Fingers gehörte dem berüchtigsten Dieb aller Zeiten. Keine Tasche und kein Schloss waren vor ihm sicher. Bis er bei einem seiner Raubzüge auf frischer Tat im Hause der Kapitäne auf Antigua ertappt wurde. Fliehen konnte er trotzdem, auch wenn er im Kampf seinen Finger verlor. So, so. Du wagst es hier zu... Okay, das war nicht schlau, weil er schon hinter uns stand. Aber wenigstens können wir das Buch lesen, das ist ja schon mal gut.
Das machen wir nochmal schnell und dann beenden wir den Part. So. Hopp, hopp. Hopp, hopp. So, also schnell lesen. Der Knochen dieses keine Tag. Das kennen wir schon. Passt. Passt. Gut. Den Löffel tun wir nicht, weil der ist dann sonst wieder beleidigt. Na gut, ihr Lieben. Das war's dann für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.